Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, richtig leechen. Wie leecht man eigentlich richtig? Also mit leechen meine ich natürlich, dass wir ganz, ganz billig irgendetwas mitnehmen. Im Moment sind es hier im Clan Totusbanden nicht die Clanspiele. Ihr wisst, bei den Clanspielen kann man auch leechen. Dein Clan hat die Clanspiele voll. Wir sind erst bei 5300 und können erst ins Tier 1 rein oder ins Tier 1 hier reingreifen. Aber wenn dein Clan alles voll hat und du hast noch nicht angegriffen, dann gebe ich dir nur einen Tipp. Such dir ein billiges Spiel raus, also ein wirklich billiges Spiel. Am besten hier so ein billiges Spiel. Zweimal hier dieses Ding hier machen und dann hast du zwar 300 Punkte gemacht für dein Konto, aber du hast hier halt nur, oder du machst das so. Du machst das einfach so. Na, ich tue mal so, als wenn wir jetzt schon voll wären. Und ihr seht, ich habe auch sowieso nur die Barbaren offen. Wir brauchen nur ein Störnchen. Und dann leechen wir einfach diese 100 Punkte weg. Das ist halt das Leechen hier in der während der Clanspiele. Dann braucht ihr euch gar keine Gedanken machen um ich habe noch gar nicht so viel Punkte gemacht oder was auch immer. Da müsst ihr euch überhaupt nicht drum kümmern, das ist völlig Latte. Sondern sieh zu, dass er hier irgendwie einen Stern kriegt. Aber ich kriege nicht mal einen Stern. Ne? Ei, die sind mir alle im Stempler verreckt da. Okay, die sind mir alle im Stempler verreckt. Ja, da kann ich aufgeben. Ja, so geht es natürlich nicht. Ihr müsst schon richtig leechen. Ne? Also wir müssen schon richtig leechen. Ein Stern müssen wir mindestens machen. So nicht. Oh, der ist viel stärker als ich. Okay. Vielleicht sollten wir doch einen Mauerbrecher mitnehmen, oder? Wir nehmen, glaube ich, doch einen Mauerbrecher mit für hier vorne. Einmal, zweimal. Aber der schafft auch die Mauern noch nicht ganz, oder? Ah doch, wir schaffen die Mauern ganz. Sehr schön. Da ist natürlich reichlich weggebrannt worden. Alter, meine ganzen Barbaren. Jetzt will ich euch das Leechen hier zeigen. Ne? Jetzt muss ich das schneiden, ne? Weil ich nicht mal mehr 50% hier schaffe mit meiner Truppe. Was natürlich echt dünn ist, aber die sind auch alle um 3-5 Rathäuser stärker als ich. Ne? Da, was soll ich da machen? Ne? Ihr müsst halt richtig leechen und nicht wie ich. Ja, pass auf, alle guten Dinge sind 3. Das sieht schon besser aus hier. Das sieht viel besser aus. Jetzt nehme ich die mal noch nicht hier, meine Barbaren. Sondern erst, wenn das Ding da weg ist. Quasi jetzt. Damit wir da auch an die Hütte kommen, weil die verrecken jetzt alle im Stempler hier. Ja, aber so haben wir einen Stern geleacht und damit haben wir das Clanspiel geleacht. Das meine ich mit leechen. Also ihr müsst schon richtig leechen, aber ihr könnt euch im Clankrieg richtig schön leechen, wenn ihr es so macht wie ich. Oder wenn euer Clan so agiert wie ich. Denn ich habe hier bei Totusbande immer 9 Accounts von mir drin und ein Fremdaccount. Das ist halt irgendeiner, den ich nur so marginal kenne oder so halb kenne oder so gar nicht kenne. Jetzt schaffen wir hier sogar noch mehr Sterne. Sehr cool. Wir greifen immer von unten nach oben an. Das heißt, wir machen die Bases von unten nach oben zu. Jeder macht erstmal einen Angriff. Und wenn die Bases zu sind, dann können wir den nächsten Angriff sparen für die oberen Bases, falls der nächste es nicht schafft. Ich werde euch das gleich zeigen, was ich meine. Es wäre natürlich cool, wenn viele Clans so agieren. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass ihr dann schneller aus dem Clan fliegt, als ihr schauen könnt. Aus dem Clan. Ach, du meinst wegen der Leecherei. Ach nee, das glaube ich nicht, weil man kann natürlich, ich kann meine Kampfmaschine gar nicht mehr wechseln hier, okay, das ist natürlich doof, dann nehmen wir hier mal noch ein paar Barbaren mit, ja. Machen wir das mal so. Und nehmen ihn hier mit rein. Ja, das kann natürlich auch schief gehen, keine Frage. Ich sehe es gerade im Chat hier, dass wenn man nur leecht und ewig wartet bis zum Ende des Clankrieges und wenn er dann gewonnen ist, dann machst du halt nur noch deine beiden Angriffe. Also so lange sollte man nicht warten. Man sollte schon irgendwo seinen ersten Angriff machen. Ich habe meine Angriffe heute bei Free-to-Play auf jeden Fall gemacht, Old Greenhorn. Ich muss noch einen mit Avatar machen. Ich hätte halt noch jetzt eine offene Base gemacht, aber ihr habt ja schon alles zugemacht, was ja auch nicht so schlecht ist, ne? Der war ein bisschen früh gefunkt hier. Das schauen wir nicht mehr. Aber egal,
Wir haben die Clanspiele geleached und das Ganze kann man auch im Clankrieg machen. Allerdings nicht mit dem Beckensheriff. Mit dem Beckensheriff kann ich hier im Clankrieg im Moment nicht leechen, weil ich würde ganz gerne diese Base hier noch downen oder dreiern. Je nachdem, wie man es nimmt. Aber ich habe mal wieder einen lupenreinen Hybrid am Start. Ich die ganze Zeit hier mit dem anderen Zeug unterwegs. Okay, mit dem anderen Hybrid unterwegs. Nee, natürlich nicht mit dem anderen Hybrid, sondern mit dem anderen Ballon-Geschichte da. Lalo, ich mache ja echt nur noch Lalo hier. Nichts anderes mehr. Und das funktioniert aber sehr, sehr gut. Und ach so, wegen der Clanspiele meinst du, das Leechen? Nee, die sollte man natürlich erst leechen, wenn der Clan alles schon geholt hat. Sage ich jetzt mal so. Okay, meine Mauerbrecher sind natürlich echt super, super geil. Jawohl. Okay. Was haben wir noch? 2,8, 2,10. Meine Queen geht da außen lang mit den Heilern. Das ist in Ordnung. Dann können wir hier schon mal mit unserem Hybrid beginnen. Mal sehen, ob das funktioniert. 8-mal eher hinterher. Und wo wir vielleicht den ersten Heal schon brauchen. Bei irgendeiner Riesenbombe oder so. Ich kann es im Moment ganz schlecht abschätzen. Wir nehmen hier mal den Eulen Gift für die kleinen Skelette. Vielleicht kriegen wir gleich noch mehr Skelette. Meine Queen geht hier auf jeden Fall da lang. Wir frosten einmal hier. Und wir frosten auch einmal da. Und machen hier gleich den Inferno mal weg. Dachte ich mir jetzt so. Da kommen einfach noch mehr Skelette. Die nerven mich ein bisschen ab, aber sollten trotzdem drei Sterne sein. Also, ja, schöner Luftwächter. Echt? Ist ein Luftwächter? Ja, ne, der hält. Scheiße. Schöner Luftwächter, ja, danke schön. Ja, vorher ein Lalo gefahren, weißt du? Mist. Okay, ich habe vorher ein Lalo gefahren. Ist auch egal. Ich habe vorher ein Lalo gefahren, ja. Aber ich behalte die Truppe mal bei, also ein Hybrid ist immer gut. Und damit haben wir 13, 15 hier. Und jetzt können alle meine anderen Accounts hier leechen. Das heißt also, ich habe hier pro Account immer einen offen noch. Ihr seht das. Ja, ich habe pro Account. Kennen Sie den Egon? Nein. Ich habe pro Account immer einen Angriff noch offen. Das heißt also Fans vs. Uschi. Jeder hat immer seinen versuchten Gegenüber gemacht. Ihr seht das hier, 9, 8, 7. Und dementsprechend konnten wir uns immer nach oben hin orientieren und können jetzt anfangen zu leechen. Das heißt also, ich kann hier ganz bequem tatsächlich mit Farnsworth anfangen. Obwohl Farnsworth können wir auch so machen. Danke trotzdem für die Verfolgung, auch wenn ich die Frage für dich nicht positiv beantworten konnte. Nein, ich kenne Egon nicht. Oder meinst du Egon Kowalski? Heißt er Kowalski? Weiß ich gar nicht. Ist auch egal. Wir können hier einen wegleechen. Das heißt also, hier mache ich das nicht. Also hier nehme ich auch eine Originaltruppe, weil ich hier noch keinen Lalo habe oder so. Deswegen nehmen wir uns den hier. Wir attacken den direkt. Ich hätte jetzt auch die Nummer 1 nehmen können, weil die ist auch nicht so gut. Wir attacken den direkt. Ich hätte auch die Nummer 1 nehmen können. Der ist nämlich wirklich auch nicht so super gut. Aber wir brauchen hier nur 2 Sterne. Und ihr seht es selber hier. Ja. Was hier, wie diese Dörfer teilweise aussahen. Und da machen wir erstmal hin. 1, 2, 3. So, da kriegen wir sogar ein Loch in die Base. Sehr schick. Allerdings auch richtig heftig Beschuss schon. Okay, die Wortenstatue tut ein bisschen weh. Mal gucken, wo meine nächsten 4 Mauerbrecher hier hingehen. Die gehen nach da. Ich habe auch nur einen Wut dabei, ne? Das ist auch ein bisschen mau. Sehe ich jetzt gerade. Ich habe auch echt nur einen Wut dabei. Vielleicht sollte ich einfach mal 2 Wut mitnehmen, aber hier zünden wir ihn hier mal.
haben hier hinten noch das Lager, Kaserne und dann den Rest hier rein, bevor wir unsere Queen gänzlich verlieren, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Wir können ja so richtig so einen Heilkreis machen. Also was heißt Heilkreis? Ihr wisst schon, was ich meine. Wir müssen ja irgendwo nur so ein bisschen das Rad auch schaffen, ne? Und da sind meine Jungs und Mädels ja dran. Na komm, kloppt es kaputt, bitte. Wir haben schon einen Stern. Wir haben ja eh schon einen Stern. Ja, sie hören sich so an wie er, wenn sie lachen. Nehmen sie es als Kompliment. Es wäre schön, wenn du das sie weglässt und mich duzt, bitte. Okay, haben wir rumgeleatscht, alles gut. War jetzt nicht der dollste Leatsch, weil wir leatschen jetzt weiter mit Uschi. Also jetzt geht es natürlich hier Schlag auf Schlag. Und Uschi, zwei Socken frei, alle meine Accounts können hier reinleatschen. Und ich mache das jetzt nur mit der Blimp, weil meine Blimp kommt auf jeden Fall nach und auch die Spells kommen nach. Das heißt, ich brauche eigentlich nur die Blimp und wir gucken mal, ob wir beim ersten hier, Man kann natürlich auch jetzt seine Klankriegsangriffe üben. Ja, wir können natürlich auch üben, aber wir üben ja sowieso immer unseren Lalo bzw. den Blimp-Part. Und deswegen würde ich auch nur gerne den Blimp-Part spielen. Nämlich tatsächlich nur mit einem, obwohl nur mit der Blimp kommen wir nicht so weit, ne? Wir können ja mal checken, wie weit wir nur mit der Blimp kommen. Ja, okay. Da kommen wir nicht so weit mit, Leute. Muss ich jetzt gerade mit Erschrecken feststellen. Da kommen wir nicht so weit mit. Nur mit der Blimp funktioniert es auf jeden Fall nur vermutlich mit noch so einem Hund vorweg. Das heißt also, wir müssen hier doch so ein bisschen vermutlich die ganze Armee ausspielen. Was auch nicht so schlimm ist. Okay, dann spielen wir halt die ganze Armee aus. Macht nichts. Kostet mich natürlich Zeit jetzt hier, ne? Dass wir wenigstens einen Stern bekommen, ne? Sind das alles deine Accounts? Ja. Hier sind alles meine Accounts. Oder nein, von meinen Klobus und Kobold-Followern sind die das nicht. Aber es sind auch keine Kobold-Follower, sondern es sind echte Follower. Man glaubt es kaum. Es sind hier echte. Also wir sind hier nicht bei Andi, ne? Hier ist nichts gekauft. Hier ist alles Echtzeit. So, wir ballern die hier raus, sonst habe ich gleich eine doofe Armee am Start. Das wäre blöd. 44% haben wir schon. Kriegen wir wenigstens das Rathaus? Ja, wir haben schon unsere, ne? Ja, ist klar. Okay, das war's. Mehr braucht man nicht, ja? Und so können wir das Ganze natürlich quicky weitermachen hier, bis nach oben hin. Ich weiß, das ist natürlich eine ganz maue Art, aber es ist halt das faire Leatschen. Ich gucke dann immer, wen habe ich als nächstes. Das müsste jetzt zwei Socken sein. Ja, und der macht jetzt auch die 1 und so weiter. Vielleicht sollte der dann doch einen Hund mitnehmen. Warte, wir testen das Ganze nochmal mit Hund. Weil dann nehme ich halt, nehmen wir halt den Hund hier mal nach dort, dann kommt ein Hund nach, da können wir ruhig einen verbrauchen. Und dafür gebe ich auf jeden Fall immer 46 Medaillen gerne aus, dass ich jetzt den oberen hier immer attacke. Ich nehme keinen anderen mehr, ne? Ja, ist klar. Ich nehme keinen anderen mehr. Ihr mich auch, Leute. Auf jeden Fall. So, jetzt kommt meine Blimp auf jeden Fall schon ein bisschen weiter. Sehr schön. Also wenigstens so ein bisschen weiter, ne? Ah, okay, habe ich richtig verkackt jetzt. Ah, doof. Naja, okay. Toll. Aber macht nichts. Es geht ja darum, 2 Sterne zu holen, ne?
Wir brauchen nicht das Rathaus. Toto, wir brauchen nicht das Rathaus. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber vielleicht nehmen wir es noch mit. Oh, das wird zu eng. Das wird zu eng, Leute. Oder? Kommt, ihr lohnt's. Jawohl. Und wir schaffen auch noch die 50%, oder? Ja, schaffen wir auch noch. Okay. Okay. Also so geht's auf jeden Fall. Und jetzt mit dem einen Hund. Jetzt kommt zwar ein Hund hier nach. Wir können aber direkt nachtrainieren. Ja, wir haben gar nicht nachtrainiert. Okay, ja, das ist natürlich toll. Dass wir gar nicht ab. Achso, halt, ich habe hier die ganze Armee genommen. Okay, macht aber nichts. Aber so kann man leechen. Ich wollte jetzt nicht die ganze Armee leben. Vielleicht nehme ich doch nicht den ersten. Vielleicht nehme ich doch eher den zweiten, weil die Bases hier sind wirklich alle nicht so toll. Ich kann mal reingehen hier. Das ist jetzt die Nummer 1. Das ist Nummer 2. Ihr seht das hier, die sind alle nicht so prall. Ich glaube, wir nehmen eher den zweiten. Ne? Der zweite ist ja völlig unprall. Aber ich habe das mit allen meinen Accounts hier geschafft. Ich habe jetzt ein bisschen Eieruhr hier. Das wundert mich gerade ein bisschen, aber kann nicht an mir liegen. Kann nur an dem Spiel liegen. In einem anderen Clan, im Clan Free-to-Play, mache ich das natürlich nicht. Da übe ich weiterhin mit dem Avatar, mit dem Rathaus 15 auf Rathaus 16 oder höher. Da mache ich das nicht. Aber so kann man sinnvoll leechen hier, wenn ihr also so ein 1, 2, 3 Mann Clan seid, wie ich es hier bin. Wir sind hier also von 1 bis 9 ist mein. Und 10, der Ludwig ist halt für sich, der hat auch oben geleacht, der hat auf die Nummer 2 64% gemacht, das ist auch ganz gut, aber so kann man es machen. Wenn euch das Ganze ganz gut gefallen hat, würde ich sagen, also auch das Leechen, zwinker, zwinker, nicht weiter sagen, ihr müsst das ja nicht offiziell machen oder sagen, so, ich leeche jetzt, ja, ihr könnt ja auch üben, so wie ich, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und bis dahin, ciao, ciao, euer Toto, Clashed.